Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia. Was ist? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Okay, wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Tom, steig aus und lauf ihn hinterher. So, mal gucken, ob wir den Flieger so kriegen. Ich glaube, es reicht, wenn wir die beiden Kollegen umhauen. Oder halt einfach hier direkt durchlaufen. Aua. Komm, lad nach. Danke. Ich glaube, die können wir jetzt echt knicken, die Karre, weil... Los, Tom, steig ein. Ja. Schießen Sie ab. Mach schon, Sie hauen ab. Nimm die Thompson. Versuch sie abzuknallen. Dann komm. Ah, jetzt können wir hier mal ein bisschen ballern. Komm schon, Schrotthaufen. Halte durch. Jetzt müssen wir, glaube ich, aufs andere schießen. Jawohl, ich glaube, wir haben es. Puh, da noch hingekriegt. Gewusst wie. Stimmt, wir mussten einfach auf die Propeller schießen. Sam, schieß, Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Wow! Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Ja, das war ja zu erwarten. So, dann holen wir uns nochmal ein neues Autochen von Lukas. Mal gucken, was der noch Schönes hat. Das ging jetzt doch angenehm gut nach dem Desaster beim letzten Mal. Aber von der Vision davor. So. Dann mal auf zu Lukas. Mal gucken, ob die beiden Jungs mitkommen möchten. Ich frage mich auch, wie wir hier wieder runterkommen. Da vielleicht? Stimmt, da hinten ging es ja, glaube ich, irgendwie durch, oder? Nee, hier ist zu soweit. Ja, irgendwie war da, glaube ich, das Problem, dass wir mit den Autos hier aufs Flugfeld nicht drauf kamen. Aber die sind ja auch irgendwie durchgefahren, von daher. Hier vielleicht. Nee, da ist auch abgesperrt. Können wir denn vielleicht hier durchfahren? Würde gehen, allerdings ist es sehr eng. Und ich glaube, hier müssten ja Dings gewesen sein. Irgendwelche Pfosten, die uns halt... Den Weg versperren? Nö, doch nicht. Okay, gut. Vielleicht war das nur bei der anderen Mission, dass die Polizeiautos hier nicht reinfahren konnten. Na dann. Geschwindigkeitsbegrenzung rein, dass wir hier nicht wieder unnötig gestört werden. Und wieso kann ich die Karte nicht aufrufen? Ich kann die Karte nicht aufrufen. Das ist seltsam. Dann versuche ich halt einfach mal so frei Haus zu Lukas zu finden. Ach nee, Moment mal. Da ist ja noch was.
Jetzt habe ich wieder Karte, okay. War dann wahrscheinlich hier nur gerade dieser Abschnitt, der nochmal neu geladen werden musste. So, Lukas ist ja auch gerade zum Glück hier auf dem Weg. Dann schauen wir mal, was der noch hat und ob Pauli und Sam Lust haben mitzukommen. Stimmt. Wird bestimmt wieder lustig. Und wie gesagt, die Extrawagen brauchen wir jetzt, also das heißt brauchen, wir können sie halt selten benutzen, aber es ist zumindest schön, sie zu haben. Finde ich halt dann auch ganz praktisch. So, dann fahren wir da unten gleich mal runter. Und statten dem netten Herrn Lukas mal, beziehungsweise dem Herrn Bertoli mal einen Besuch ab. Diesmal ja auch mit tatkräftiger Unterstützung. Ne, Bertone heißt er, nicht Bertoli. Hat wenig mit Nudeln zu tun. Hey Tom, ich bin kaputt. Lass uns vor der Bar raus und komm dann später wieder. Ah, gut. Dann halt so. So, aus dem Weg bitte. Fahre ich oben rüber, ich glaube, ich... Oder? Nee. So viel macht das, glaube ich, dann auch nicht aus. Nehmen wir mal den mehr oder weniger bekannten Weg, über den wir eigentlich sonst immer gefahren sind hier. Ich glaube, ich habe tatsächlich so einigermaßen die Stadt mittlerweile im Kopf. Ich glaube, ganz ohne Karte könnte ich zwar immer noch nicht fahren, aber so ein paar Sachen, wo man halt immer wieder vorbeifährt, die haben sich dann ins Gedächtnis gebrannt. So, die Polizisten behelligen uns zum Glück auch nicht, da wir eine Tempomat drin haben. Damit passt dann alles eigentlich soweit. So, dann noch einmal hier rüber, dann haben wir es gleich mit der Bar geschafft. Und können uns dann Lukas Auftrag widmen. Ist ja auch ganz schön. Die gehen ja meist auch relativ fix, die Aufträge, und die Belohnungen sind ja auch immer ganz schön mitzunehmen. Auch wenn sie, wie gesagt, nicht so sehr nützlich sind, aber sie halt, da wir eigentlich meistens ein Auto gestellt kriegen für die Mission. In den allermeisten Fällen. Gut, Bar haben wir gleich erreicht. Und dann drehen wir halt gleich nochmal um und fahren zurück. Mhm, dann hier nochmal rüber. Die Herren Polizisten mal wieder. Hey, was soll das denn? Einfach mal ausscheren ohne Grund. Ist ja nicht so toll hier. So, bitteschön, ihr zwei. Viel Spaß mit eurem Whisky. Mac-Lack Shellack. Nee, das macht doch mal keinen Stress hier. So, dann wieder zurück zu Lukas. Und dann gucken wir mal, was der noch Schönes hat.
Ist das ja eigentlich eine lohnenswerte Abkürzung? Ja, doch schon. Gut zu wissen. Na komm. So, dann heizen wir hier noch einmal durch. Ich denke, dann dürfen wir es auch einigermaßen haben, oder? Ja. Weiß doch nicht, ob das jetzt schon die letzte Mission von Lukas war, ob da noch was kommt. Wie gesagt, schon, ich habe keine Ahnung mehr, was da alles noch dabei war. Und wie viele Missionen der noch hatte. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, was jetzt hier noch alles kommt. So viel wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Also wie gesagt, Morello ist tot, zumindest glauben wir das. Also es kann ja sein, dass er den Absturz irgendwie überlegt hat. Bei dem Spiel ist ja alles möglich hier. Und dann schauen wir einfach mal nach. Aber jetzt erstmal die Lukas-Mission. Mal gucken, ob wir dann an den neuen Wagen auch einigermaßen gut rankommen. Oder ob der wieder von irgendwelchen Leuten bewacht wird, die wir dann umlegen müssen. So viel Lebensenergie haben wir ja nicht mehr. Ich hätte vielleicht da auf dem Dings nochmal nach Lebensenergie suchen können, aber ich hoffe mal, es reicht. Ich meine, das letzte Mal haben wir es ja auch einigermaßen geschafft. So, dann schauen wir doch mal. Zack, heute mal wieder mit Dings unterwegs. Okay, wir können also auch ein volles Magazin wegschmeißen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Sollen wir da... Achso, wir haben ja die Dings noch mitgenommen. Na, ich glaube, dann haue ich die weg. Und nehme mal wieder. Wie gesagt, die Thompson, mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ah, der sieht ja nett aus, der Wagen. Wo ist Lukas? Da komme ich jetzt noch nicht rein. Da ist er. Hey, Tommy. Hi, hast du heute was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben mir ein Auto abgeliefert, das in eine Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt war. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Es war ein sicheres Ding. Hat dann aber doch nicht geklappt. Ja, sie waren ein bisschen angepisst. Also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko wert. Bin dabei. Was soll ich machen? Ganz einfach. Fahr das Auto zu den Klippen am Stadtrand und versenk es im Meer. Cool. Aber wenn dich die Bullen sehen, gibt's Ärger. Die musst du dann abschütteln. Okay. Alles klar. Mal schauen, was das wird. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht allzu viele Polizisten unterwegs finden. Ehrlich? Du willst mich doch verarschen. Wie hat er mich denn von da aus gesehen? Leider ist das Ding auch nicht so wirklich schnell. Aber ich glaube, die haben sich auch gerade hier ein bisschen verfahren. Wie mir scheint. Ruhe. Okay, wir müssen da unten irgendwo hin. Mal schauen, was das dann wird. Na, zum Glück ist jetzt nicht allzu viel Polizei unterwegs. Vielleicht schaffen wir es ja auch, sie abzuhängen jetzt gerade.
Moment sieht es ja noch ganz gut aus. Und der Balken verringert sich halt auch. Vielleicht lassen wir uns einfach mal gerade ein bisschen Zeit. Da vorne wäre Polizei. Das heißt, wir fahren mal langsam. Jawohl. Okay, wir werden sie nicht los. Dann müssen wir uns halt wirklich von fern halten. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, einmal hier durch kutschieren. Es wird langsam morgen. Wie schön, wie schön. Dann können wir hier hochfahren, dann da halt irgendwo das Auto dann runterheizen. Ich glaube, wir holen uns dann am besten einen weiteren Wagen oder einen zweiten Wagen und schieben ihn damit über die Klippen drüber. Ich denke, das sollte am einfachsten gehen. Hui, Feldweg. So, jetzt werden wir schon zweimal die Polizei losgeworden. Okay, hier haben wir dann die... Oder sollen wir halt einfach reinspringen? Ich glaube eher weniger. Wir gehen ja dabei drauf. Och nö. Och nö. Was soll das denn, Jungs? Ich hat's doch fast geschafft. Tja. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Können wir echt mal zu dem Leuchtturm hier fahren? Können wir auch? Nein, 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 nein. Hier noch nicht über die Klippen fahren, bitte. Theoretisch soll das ja auch reichen, oder? Brauchen wir nur noch was zum Anschieben. Probieren wir es mal aus. Jetzt warten wir erstmal noch, bis die Polizei hier wieder weg ist. Und dann gehen wir uns da oben mal eine Karre holen. Und dann hauen wir unser Auto da runter. Ich hoffe, es zählt. Wir sind ja ein Stück weit weg. Und dass wir im Wagen drin bleiben, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dann gehen wir ja drauf. So, ich bin mal gespannt, was das wird. Da kommt doch schon ein Wägelchen angefahren, das jetzt unser sein möchte. Hi. Danke. Komm, gib mir den Wagen. Sie haben mein Auto geklaut. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich dein Auto geklaut. Genau, leg ich dir am besten nochmal hin. Du, das war knapp, da war ja Polizei. So, mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel. Tschüss. Ach, Kacke. Es war ja eigentlich zu erwarten, dass ich das verhaue, oder? Es war ja zu erwarten. Nun gut, wir machen es bei der nächsten Folge nochmal und dann wird es hoffentlich funktionieren. Danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß.
bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.